Cup im letzten Spiel. Aber das war nur die Anfangs-Euphorie. Dann kam ja nichts mehr. Und jetzt drücke ich zum Beispiel den Steuerkreuz. Jetzt passiert unten ja nichts. Du musst L2 und Steuerkreuz drücken. In irgendeine Richtung. Dann wird unten auf dem Vierer dann angezeigt. Also wie bei mir, siehst du das? Das wird jetzt blau da. Ja, aber passiert bei mir ja nichts. Ja, kann sein, wenn eine Steuerung umgestellt ist. Also L2 ist bei mir so. Schuss manuell. Woher soll ich jetzt wissen, was. Aber naja, gut. Okay, gut. Achso, ich bin ja blau. So. Haude. Kurz gesagt. Ach ja, Mensch. Meine Güte, das ist aber schon wieder hier offen wie ein Scheuentor. Ja, renn dahin. Ja, krass. Und wieder ist einer dazwischen. Da ist aber immer einer irgendwie dazwischen, wa? Ja, und dann wieder die Ballabnahme. Ach, scheiße. Geh doch ran! Oh. Oh, der war ja nicht mal so schlecht, wa? Oder? Sah das nur so aus. Ja, ich glaube, er war relativ knapp, aber... Ah, ja. Die zweite Stufe bei diesem selber Schießen ist halt doof. Wie gesagt, das hat man erst gesehen. Die erste Stufe, dadurch habe ich auch, glaube ich, die Tore nicht gemacht. Komme ich mit der Steuerung einfach nicht klar. Ah ja. Super. Bei der zweiten ist das ganz komisch. Da muss ich irgendwie nochmal rausfinden, wie das funktioniert richtig. Dass man halt richtig die Ecken aussuchen kann. Boah, Junge, ist nicht dein Ernst, ey. Boah, die Verteidigung steht aber auch immer auf der Mittellinie. Das ist jedes Mal dasselbe, ey. Ja, jeder bloß nicht daran. Townsend brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Passiert auch nicht. Looking, and it's Okazaki. Fuchs with the ball through. To the up he gets. Andros Townsend. Wo sind denn meine Verteidiger, Alter? Boah, ey. Och, wie hat er denn den jetzt verstolpert? Oh, dieses Spieler wechseln, Mann, geh mir nicht auf den Sack hier. Einwurf oder was? Ja. So, who's he picking out? Was? Abseits? Ja. Ja. Looks like he did make his move just a smidgen too early. Vardy out wide to the right. That is terrific skill. Last ditch defending, but that'll do.
loose ball. And it's been taken straight back. Gray, he's left his man. Coaxed out to the wing. Swept in. And that's been levered clear. He'll hit it. Was macht denn der Fuchs da, Alter? Ich hab da nur auf Pass gedrückt. Oh, nein. Ach komm, irgendjemand muss aber ran. Oh, und hinten wieder alles frei. Das ganze Mittelfeld, Alter. So denn so weit, ey. Oh, dieser Spielerwechsel geht mir so auf den Zeiger, ey. Oh, unfassbar. MacArthur certainly could have and should have made more of that. Morris. Du lauf doch da, Mann. Fuchs. Und wieder dazwischen. Ein Glück, ey. Ich weiß nicht, was er hier vorne immer steht, ey. Oh komm! Oh Gott. Da spielst du natürlich wieder den Pass da ein, wo ich es hinhaben will. Sonst macht er immer das, was er nicht machen soll. Ah ja. When the defense got all tentative, then they were cautious in making contact, but safe in numbers. It's been ticking. Geh doch mal ran, da. A glorious footwork. Keine Ahnung, Alter, die Abstände zwischen den Leuten sind riesengroß. Alter, du kommst überhaupt nicht an den Ball. Der war ja nicht mehr dran an der Torwart, okay. Ja. Wieder ruf. Wieder den falschen. Driving on now. What can they conjure from here? Oh. Man, irgendwie die Leute sind aber auch, die kommen aber auch nicht mit, ey. Mann, links steht er doch. Boah, überhaupt keine Chance hier irgendwie den Ball zu verteilen. Er ist immer alleine da vorne, da ist nichts irgendwie an einer anderen Spielstation möglich. Ach, genau. Nein. Oh, benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them and have been smart on the break. Crystal Palace, happier of the teams, heading in for
for half time, 1-0 up. Ja, ob da mal auch immer dran ist? Nö. Nö, da geht keiner ran. Und wieder gepasst und wieder ist der Ball nicht zu klären. Ja, geil, jetzt kann ich mal Spieler wechseln. So richtig faul war. Naja, vorhin hätte ich schon mal umgesetzt, aber da war dann Halbzeit. Das war schon. Ja, nur renn doch. Och Mann, bleib doch nicht stehen, ey. Krank, wie kommt der denn da an? Oh, komm schon, ey. Wechsel doch einfach nur den Spieler. Der kann auch gar nichts, der Vardy, ey. Patrick Van Aanholt set up one goal so far. Benteke. Hit with great power, Peter, but sadly not great precision. King. Being still separated by the game's only goal. Wieder nicht geköpft. Okay. Das ist echt komisch. Das funktioniert absolut nicht. Ja, faul, du pfeifst doch ab. So. Der Spieler wechseln, ey, der gegnerische, der Computer macht gar nichts, der eigene Verteidiger, Alter, der läuft nur mit. Nur jedenfalls mal ein Kopfball oder irgendwas wäre ja mal nett. Bewegt euch doch mal ein bisschen, also ein bisschen nachrücken wäre schon mal ganz gut. Mehr als zwei Leute vorne drin habe. Und wieder eben zu weit vorgelegt. Oh,
Alter, ey. Meine Fresse. Rauf, Leute, irgendjemand rauf. Ein bisschen Druck ausüben da. Meine Güte, also diese Lücken im Mittelfeld ist ja Wahnsinn, ey. Ja. Was? Ja, I know. Das war nur ja nichts. There's plenty of movement inside the box. Who's this aimed at? Was macht er denn da? Er soll da rinflanken. Also super, ey. Krass, siehst du, mit meiner, das ist das nächste Ding. Da machst du ganz kurz und der hebt ihn so rüber. Echt, ich weiß nicht, hast du irgendwann eine Steuerung? Ich habe keine Ahnung, was das halt ist. Ich habe das auch schon im Training probiert, ob das irgendwie anders geht, aber irgendwie das ist immer. Du kannst draufdrücken, wie du willst, machst du ganz kurz, ist ja so hoch. Machst du lang, ist ja so hoch, irgendwie das ist nicht. Und wie gesagt, beim ersten Steuerungsmodi, da kann ich halt nicht genug mir die Ecke auswählen. Und deswegen muss ich mir das umstellen, aber. Aber du kannst auch mit dem automatischen Zielen, kannst du dir auch die Ecke aussuchen, wenn du diese. Aber das hat eben zum Beispiel ja nicht funktioniert, deswegen habe ich ja dreimal kläglich immer auf den Mann geschossen. Ich habe ja nach links oder rechts, da funktioniert das halt bei mir überhaupt nicht. Also ich hatte absolut keinen Einfluss darauf. Aber schießt halt so, Mann, nun mach doch mal, meine Fresse, diese Spieler wechseln. Aber du hast jetzt manuelle Zielen drin, ja, oder wie? Nee, ich hab die zweite Stufe, das ist es ja. Ich hab also das ist noch unterstützt, aber trotzdem. Dann hebelt da halt die Bälle immer so hoch. Also die kommen halt alle so, egal ob du halt kurz ruf drückst oder halt lang, also. Ja. Mann, ran da, ey. Na gut, ich hab die ganz normale drin, also ohne Hilfe, glaube ich. Und kann mich nicht beschweren, also ich kann gut zielen also, in alle Ecken. Also wie gesagt, also das von der Kamera ist mit die Steuerung halt, finde ich, also zumindest bei mir, absolut nicht so individuell anpassbar, dass das halt mir irgendwie gefallen würde. Das ist natürlich schade. Komme ich halt überhaupt nicht mit klar. Und das macht halt auch gewisse Sachen halt einfach unmöglich zu steuern. Mal gut, vielleicht bin ich da auch zu verwöhnt von anderen Sachen. Also freie Steuerung wäre mir halt ein bisschen lieber. Bei gewissen Sachen. Ja, ich finde, also um ehrlich zu sein, finde ich, bei Pro Evo brauchst du das ja nicht, weil du da echt gut mit den Standardsachen. Ja, aber genau das will ich halt nicht. Also A, funktioniert das bei mir mit den Standardsachen nicht. Deswegen war ja vorhin das mit den Chancen. Das hat halt ja nicht geklappt, weil ich für mein Gefühl dann überhaupt die Ecke ja nicht aussuchen kann. Und halt so ein bisschen freier. Finde ich an sich schon gut. Mach Pass. Och komm, ey, der Fuchs, der trabt da hin und her. Der. Kein Pressing mehr von dem, ey. Oh. Ach, genau. Wieder dasselbe mit dem Passen. Das ist das krass einfach nur, das nervt mich so extrem. Eine Chance hier irgendwas zu machen. Man geht doch mal ran da, bitte. Oh, ich hab doch schon nicht gespielt. Nun passt doch. Und wieder so hoch. Hm. Ja gut, aber der war auch schwer zu nehmen, also da. Ja gut, aber die kommen ja alle so, die Schüsse, das ist ja, ich habe ja schon so viel ausprobiert, auch im Training. Ach ja.
Yeah, clean sheets and hard grind will help you go places, and they have a resolve that'll envy many. Naja, wie gesagt, ich habe ja nicht an der Steuerung groß rumgeändert und mir macht es eigentlich ziemlich viel Spaß. Ja, hab ich's auch schon mal ausprobiert und finde es halt auch nicht so optimal. Ich habe ja schon alles Mögliche mal durchprobiert. Ich habe manuell, ich habe halb, ich habe so gemacht. Wenn ich es halt auf Standard lasse, so wie du, krieg halt genauso wenig Tore hin, weil ich mir die Ecke nicht genug aussuchen kann. Oder halt zu unfähig bin, keine Ahnung was. Ja. Ist halt alles. Ja, du kannst ja bei dem Schuss, da gibt es ja diese eine Taste, manuelle Steuerung oder so heißt die. Wenn du die gedrückt lässt vor dem Schuss, dann kommt so ein Pfeil und dann kannst du dir aussuchen, wo du hin zielst. Aber kostet natürlich Zeit, aber ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Also ich nutze das nicht, weil mir wäre das halt so umständlich, da vorher noch eine Taste zu drücken. Ja, genau. Deswegen, das hatte ich, glaube ich, mal im Training gesehen oder so. Ja. Naja, tschüss, Leute. Tschüss.